Egal. Ich sag mal, wenn du dich blöd anstellst und du hast einen großen Krubber dran, bleibst du sogar damit schon in der Kurve hängen. Das ist natürlich unsere Schuld. Weil wir eigentlich, bevor wir Krubbern düngen, oder? Ja, eigentlich schon. Bis jetzt haben wir keinen John Deere, ne. Mal schauen, was die Kasse demnächst noch so hergibt, ne. Mit John Deere wäre ich mal eine Möglichkeit. Findest du dann cool? Cool, 6R gibt der dich, alles flutlichtmäßig verstrahlt. Aber behaupten, die Brücke backt auch so ein bisschen. Ach, geht. Abi versucht's auch über die Brücke. Und ja, mit den Gespannen geht's noch so gerade. Ah, da hat er aber auch schon ein bisschen federn lassen. Ja, ich sag mal so, also wenn das Gewicht da vorne dran gewesen wäre, würde das besser gehen. Aber mit dem Drescher ist die Kurve halt absolut zum Kotzen. Naja, wenn du mit dem Emmeltrack die Gewichte oder grundsätzlich, wenn du vorne was am Front angebaut hast, das ragt so weit nach vorne raus teilweise. Ja, die Storablage anschalten oder ausschalten? Anschalten. So wird also verkauft. So viel wie möglich. Okay. Wie kann man die Monster runterladen? Die gibt's auf dem Teamspeak, da kommt ihr drauf, guckt in die Beschreibung und... Was man kann, glaube ich, die Zeit auch wieder runter machen. Jo, so alles, langsam. Alles ist fertig gewachsen. Wenn ihr ernten könnt, dann sagt Bescheid, ne, weil... Ernten geht. Das Käfer teilweise ein bisschen. Ich weiß, viele haten mittlerweile auch John Deere. Früher habe ich das Gefühl, es gab echt viele John Deere Fans, aber irgendwie aktuell höre ich immer viel Hate. Naja. Was haben wir denn hier gerade so für Lieblingsmarken bei den Mitspielern so versammelt? Bist du da hinten rein, Olli? Fendt. Egal was. Ich bin Outsider. Challenger! Nicht mal wegen Leistung, mal wegen Optik. JCB. Heißt JCB, nicht JCB. Das ist Englisch. JCB, ja. Mann. Jesus Christus Baumaschine heißt das, Mann. Genau so kenne ich das nämlich auch. Jesus Christus Baumaschine. Jesus so, Christus nicht anders. Jesus Christus Baumaschine höre ich gerade zum ersten Mal, ey. Echt jetzt nur? Geh dich schämen, bitte. Hab's jetzt auch zum ersten Mal gehört. Ja. Hättet ihr denn irgendwie Lust, dass ich ein Video von der Agritechniker mache? Frage ich jetzt einfach mal so in den Chat. Das wird dann sicher nichts Großartiges, weil ich einfach an dem Tag sehr, sehr wenig Zeit habe. Aber... Einfach mit einem Plus. Hm? Einfach Plus schreiben, wenn ja. Einfach ein Plus in den Chat, wenn ihr das gut findet. Das ist am einfachsten, da sieht man das immer gut. Warum ich lese? Irgendwie so eine Mischung aus Vlog, kurze Eindrücke, irgendwie so in die Richtung könnte das Ganze gehen. Ich find's gut, wenn du ein Video von der Agritechniker machst. Also ein Plus haben wir schon mal. Mit der Rede. Nee, so ein langes Video wollte ich jetzt nicht davon machen. Also mein Vortrag wird so circa eine Dreiviertelstunde dauern. Den könntest du auch aufnehmen. Könnte. Ich bin noch 5 Minuten fertig. Ich bin noch 5 Minuten fertig, ja. Wenn dann David sagt nein, dann... Wow! Oh, da habe ich ein bisschen... Nimm den Anhänger halt einfach mit. Ja. Müssen wir mit Stroh wegfahren, hinterher kommen. Ja, ja, die Ladewagen. Ja. Ladewagen? Ja. 350er GTA, auch ein interessantes Fahrzeug. Doppelplus. Also ich finde am besten 800er Favoritbaureihe. Also anscheinend muss ich irgendwas auf Agritechniker machen. Das war auch eigentlich mein Plan, irgendwie so ein paar Eindrücke, wenn man schon mal da ist. Wie gesagt, ich hätte ja eigentlich wäre ich gerne an 2 Tagen da. Aber das klappt halt einfach zeitlich nicht dieses Jahr. Weil ich in der Woche keinen Urlaub habe und so. Und das doch, also sind so etwas über 350 Kilometer eine Strecke, also hin und zurück 700. Kann man jetzt auch nicht mal eben nach der Arbeit hin und her, um nochmal eben für 2-3 Stunden über die Messe zu laufen. Das passt halt nicht. Dementsprechend kann ich halt wirklich nur einen Tag da sein. Nee, heute streamen wir keinen Goldrausch. Aber nach dem Stream werde ich direkt eine halbstündige Folge von Goldrush hochladen.
Weil heute Morgen, eigentlich sollten heute Doppelfolgen kommen, aber heute Morgen kam eine Folge ohne Ton und das ist noch eine weitere beschädigt irgendwie, dass der Ton nicht geht. Und es kommen einfach etwas neuere, aktuellere Folgen. Dann gleich in doppelter Länge. Machst du denn jetzt jeden Tag einen Stream? Nee, jeden Tag nicht. Aber jetzt am Wochenende hat man halt ein bisschen mehr Zeit. Morgen werde ich wahrscheinlich nicht streamen, vielleicht Dienstag wieder. Ich schaue, dass ich mindestens einmal die Woche Oldschool stream. Und dann muss man halt schauen, wie die anderen Sachen noch so passen, ne? Boah. Ich soll Stroh abfahren, wurde mir gerade gesagt. Könnte ich eigentlich auch machen, da haben wir gerade eh Stau. Doch, ich hol gerade einen Ladewagen. Haben wir zwei Ladewagen? Ja. Die stehen am Kuhhof, ne? Habe ich extra gemacht, nicht, dass mir wieder der Kopf abgerissen wird. Ging noch mal Glasbus. Kann doch nicht sein. Hab ich mit. Mach keinen Spaß. Ey, Kias, ich wollte das nicht. Kommt eigentlich Klaas in LS19 rein? Man kann es vermuten, würde ich sagen. Ja, aber haben die nicht mehr. Mein Schlepper fährt nicht mehr. Ja. Aber haben die jetzt irgendwann mal was gesagt von irgendeinem Klaas DLC oder Klaas Addon, wo dann immer irgendwas veröffentlicht? Nee. Also offiziell angekündigt ist nichts. Aber Klaas hat wohl mal gesagt, dass die mit Giants und zusammenarbeiten oder so. Ja, genau. Inoffiziell arbeiten zusammen. Das weiß ich nämlich auch, dass Klaas da mal irgendwie was mit Giants. Vielleicht kann Kias das mal in den Chat schreiben, was da genau inoffiziell bekannt ist. Irgendwie geht der IAC im Tank Trigger immer aus. Lena ist wieder da. Es lebt wieder. Es ist von den Toten auferstanden. Ja, ich war essen. Ja, eigentlich 2 Stunden. Ja, ist ja quasi von den Toten auferstanden. Ja. Ja, ich war essen im Lokal. Oh, dann ist das möglich. Ich dachte, du bist essen bei zu Hause so. Nö, wir sind in unser Stammlokal gegangen. Das ist ein Fehler von dem David, der geht halt irgendwie öfter aus. Okay. Ja, er sieht an der Zapfsäule, wenn man tanken will. Ja. Manchmal erkennt er halt einfach so, oh, ich will tanken, obwohl du es gar nicht gedrückt hast. Also Kühe sind wieder versorgt. Oh, geil. Auch futtermäßig noch in Ordnung? Ja, ne? Ja, hab ich gerade wieder auf. Also es ist noch im Ganglauf und so, ist noch voll alles. Wo eingestreut? Nö, war auch noch. Also es war noch gut was drin, sag ich jetzt mal. Aber Stroh liegt ja immer drin, ne? Also muss ich ja, mal das Camp-Menü gucken. Kann man gucken. Ah, okay, so war das. Das bei auf jeden Fall jemand von Klaas Marketing gesagt hat, dass sie mit Giants da irgendwie kooperieren. Ja, aber ich sag mal so, die einzige Marke, die nicht in der LS reinkommen wird, ist John Deere. Einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil John Deere hat ja ihre eigenen Rechte an den Games. Die haben ja ihr eigenes Spiel. Ja, wobei das halt auch schon zig Jahre alt ist und nix taugt, ne? Nee, ich hab mich mit einem mal drüber unterhalten gehabt. Der hat gemeint, ja, der Grund ist, warum die Maschinen teilweise nicht reinkommen, weil die Giants Lizenzen nicht für bekommt. Zum Beispiel John Deere, die haben ja John Deere schon mal angefragt gehabt, angeblich, ob schon gleich nicht. Ob die Lizenzen für bekommen, nur John Deere will die Lizenzen nicht, also will die das halt lizenzieren, ja. Weil die über ihr eigenes Spiel halt verkaufen. Ist ja schon seit Jahren bekannt. Aber ihr eigenes Spiel ist halt so, ja, taugt nix. Das war schon ewig alter drinnen, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das alt ist. Ich glaube auch, da kam keine neue Version mal irgendwann zwischendurch. Oder die wird nicht so in Europa verkauft, kann auch sein. Kannst du mir nicht erzählen, dass dieses Drecksgame in Anführungszeichen viel verkauft wird? Wo ist denn der Ladewagen, der zweite? Warte, hier kommt, der steht hier in der Halle. Okay. Soll das, Ja. Also wenn Klaas kommt, dann in LS19, da wird bestimmt kein DLC kommen. Weil mit Klaas hätten sie dann wieder eine Marke, wo man irgendwie ein krasses Gerät auf das Cover tun könnte, ne? Zerion oder sowas. Ja, wobei, ich finde, im Grunde genommen, also, ja... Irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann die Hersteller dann irgendwann sagen, jo, wenn die von Klaas schon haben, dass die ihre eigene Marke nicht mehr brauchen. Was mich genauso wundert, wir haben Fendt als Markenpartner, sage ich jetzt mal dabei, aber kein Tausender Fendt, auch wenn der Tausender Fendt jetzt gerade das geilste ist, aber... Ja, der ist einfach zu neu. Alles ruhig. Der wird bestimmt im nächsten LS kommen, bin ich mir sicher.
Könnte ich mir auch vorstellen. Oder beim Addon. Pass auf! Aber Fendt auch cool finde, wenn sie mal den Prototypen, den Fantrisi zum Beispiel mit rein. Nee. Nicht den alten Hesselon da. Nicht den alten Hesselon. Bitte nicht. Den mussten wir in LS9 schon alle als Mod spielen damals. Da war er auch irgendwie geil. Der war aber, ja gut, der war irgendwie geil gewesen. Es gibt ja teilweise Leute, die haben den vom 9er bis im 17er immer mit konventiert und im 17er haben die, spielen die den auch noch. Ja, nee, ich finde das Ding über. Ist halt ein hässlicher 900er Vario, ne? Nee, eigentlich noch nicht mal. Es ist irgendwas anderes, irgendwas nicht Schönes. Naja, aber wenn, also bist du lächerlich von Fan, finde, dass jetzt ihr die ganzen, ich sag mal, Fahrzeuge von Challenger und so nehmen und einfärben in Fan-Farben. Eco-Konzern. Ja, gut, Welche das gab's doch schon in beide Richtungen, ne? Auch Fan-Drescher, die dann als Challenger-Drescher verkauft wurden. Ja, aber was auch gibt, ist, dass der 1050er in Amerika mit Challenger-Lackierung verkauft wird. Also von daher. Ich glaube, in Amerika wird das sogar nur in Challenger verkauft. Ist halt im Endeffekt ein Unternehmen dahinter. Kannst du nichts machen. Wie lange streamt ihr noch? Wir machen bis voll, also bis 7. Nach ist der Server auch trotzdem noch da, ne? War eine kleine Anmerkung. Ist er nicht aus. Der ist 24-7 da. Hatte ich für eine Lüge. Also der 1000er Fan ist. Ein Bild vom 1000er Fan ist wohl am Händler vom. Von der Platinum Map, oder wie? Ich glaube, Kias gerade. Interessant, ist mir gar nicht aufgefallen. Wo ist denn Strohverkauf? Strohverkauf? Ja. Da, wo der Grasverkauf steht. Okay. Oder quasi da beim Landhandel, wo du schon mal warst. Jo. Boah, ich hab aus, da unten die Ecke. Du kriegst den so nicht mehr angehängt. Also definitiv, entweder die müssen nur an der Brücke was machen, dass die Brücke weiter rechts sitzt, dass du da aus der Dings, aus der Einfahrt ein bisschen Anlauf mit holen kannst. Warte. Na? Alle müsste da mal drücken können. Ja, scheiße. Ja, Moritz, das geht halt in beide Richtungen. Also sowohl Fan-Sachen werden unter Challenger verkauft, als Challenger-Sachen unter Fan. Das ist halt der Konzern dahinter. Auf Feld 26 schon mal Bodenbearbeitung anfangen, da wo kein Strom mehr liegt. Ist ja auch bei den Mähwerken und Ernteanbaugeräten und so weiter oft so. Hier geht's weiter. Was jetzt fand am besten hier rein. Wo dann im Endeffekt dann die Schneidewerke und so weiter alle für die entsprechenden Maschinen einfach nur lackiert werden. Feld 2 auch, oder? Ja, Feld 2, Feld 4. Ja gut, auf welches Feld ist der erste? Alles irgendwie. Also wir hatten mal, was waren das, wie heißen die Fendt-Ladewagen? Varioline? Varioliner. Ja, so einen hatten wir mal als Vorführer da und da haben wir immer so aus Spaß geguckt, ein bisschen so unten drunter mit dem Spachtel gekratzt und es war nie sogar noch rot gewesen. Also wusstest du halt, er ist einfach nur drüber lackiert. Na, nicht mal gut drüber lackiert. Nee, nicht mal drüber lackiert. Ja. Da könnte sogar ich besser, würde ich sagen. So, welches Feld? Da haben sie da irgendwen hingestellt und aber kurz die Spraydose rausgeholt hat. Ja gut, ich sag mal, so war halt unten drunter gewesen, da werden die sich gedacht haben, joa, das läuft nicht, das unten drunter irgendwie, keine Ahnung, weg zu, das alte Lack runter zu machen. Ja, mit Feller und Fendt. Und da halt hier Camper in New Holland und so, ne? Aber was ich schade finde, dass die Studie 2020 nicht weiter fortgesetzt worden war, also das fand ich echt ein geiles Teil. Ja, das sah krass aus, aber war halt einfach zu übertrieben. Ja, in Deutschland kannst du das eh nicht gebrauchen, in den USA kannst du, in Amerika. Ja. Ja, aber da brauchst du auch eine gerade Fläche, sonst setzt es dauernd auf und so ein Scheiß. Naja, War schon also sehr ich, eben. Ich sag mal so, so wie es war, ja, aber ich glaube, wenn die das weiterentwickelt hätten, wäre das besser gegangen. Naja, also, und du bräuchtest dann halt, was weiß ich, die ganzen Segmente, die das halt hat, was weiß ich, alle 3-4 Meter ein Segment, dass die einzeln in der Höhe sich verändern können. Ja, und das wäre halt genial. Aber dann wird das Ding noch schwieriger und noch aufwendiger und noch mehr kann kaputt gehen. Noch teurer. Ja. Feld 26 dann erstmal düngen, ne? Ja. Warum ist eigentlich automatisch das Motor starten an? Weil sonst die Motoren den ganzen Tag durchlaufen würden, wenn sie es ausgeschalten haben. Ja. Muss die eine Mod reinmachen, da
Dann geht es nach einer automatischen Zeit aus. Also nach einer gewissen Zeit. Hier, ja, Niklas, fahr mal vor. Ja, Kartoffelkistenparty geht nicht, aber wir werden jetzt, denke ich mal, im November mal eine Party angehen. Muss jetzt einfach mal wieder so langsam sein. Muss man mit André da mal ganz konkret planen. Wir haben bis jetzt alles noch so ein bisschen so, das wäre cool, das wäre cool. Wir müssen einfach mal sagen, das machen wir und das ziehen wir zu dem Datum durch. Ja. Also habt ihr noch keinen? Düng einfach. Mit GPS. So, ich bin erstmal raus für heute, gell. Macht's gut. Düng mit GPS, ne? Ja. Wie immer. User disconnected from the channel. Und ich hol was zu trinken aus dem Kühlschrank. Bis gleich. Ein Party wäre mal wieder nicht schlecht. Flugparty. Wollt ihr das echt? Also das ist so eine Aktion, das kann man mal machen. Flügen. Aber das ist schon ein bisschen hardcore. Was? Alle flügen. 16 Mann auf dem Server, alle flügen. Nee. Alle Felder. Wäre geil. Auf einer Vierfach-Map am besten. Muss ja auch ein bisschen wehtun, ne? Mit den kleinsten. Aber ich verfahre mich in diesem Ort dauernd. 3 Meter pleugen, genau. Pleugen, pleugen, pleugen. Nur am Pleugen. Aber mit den kleinsten, die es gibt. Standardflug. Na, den kleinsten vielleicht nicht, aber auf jeden Fall einen angehängten. Einen angehängten, nicht einen angebauten. Na, 3 Punkt. Also, was weiß ich, maximal ein 6 oder 7 Schar, wenn überhaupt 7 Schar. Also kein Nachläufer. Kein Nachläufer. Oh, irgendwie so heißen die Dinger. Leon? Wird das auch noch was? Ja, ist jetzt eingestellt, musst du nur kurz gucken, aber es ist weiter. Das sieht auch so. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, ich bin heute in ETS mal auf der Promatz gefahren, ne? Von Dortmund Richtung Mannheim. Also, lese die Schilder, Westhofener Kreuz. Da denke ich mir so, ja, da bin ich auch schon mal hergefahren, sieht aber nur so aus. 2 Minuten später, doch, sieht so aus. Ich wusste erst gar nicht, wo ich bin, so. Wo ist denn hier genau der Grasverkauf? Also zum einen ja, zum anderen nein. Ich habe einen Spielstand, der auf der Promotes läuft. Hä? Und einen, der halt für Multiplayer einfach... Ist das bei den Tieren da reinkippen, oder? Das Stroh? Oder was meinst du? Ja. Das Stroh verkaufen? Ja. Kann der eine Trecker jetzt nach vorne fahren? Das musst du da reinkippen, wo quasi die Kühe stehen. Also da, wo Tier an- und Verkauf ist. Genau. Ja. Okay, dann hat sich meine Frage geklärt. So. David, wir müssen nochmal wieder eine Runde Projekt Autos spielen mit Lexi, ne? Ja, da habe ich auch richtig Bock drauf. Apropos diesbezüglich habe ich meine E-Mails durchforstet und anscheinend sei es noch nicht mal losgeschickt. Was da los? Wo hast du das denn gekauft? Amazon. Ja, auf Amazon, aber es war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar. Ist noch nicht geliefert? Aber warum machst du denn sowas Blödes? Turnier, guck, was, ob das abgebucht wurde, dann fahr das zurück und kaufst du im Handel. Ja, oder kaufst du halt als Download. Ich guck mal. Oder kaufst du halt als Download. Hast du auch noch Geld gespart? Bei Project Cars bei Instagram mit 42 Euro. Wo wollen die Dresche denn jetzt als nächstes hin? Ich wollte halt mal wieder. Ich wollte halt mal wieder was auf CD. Kannst halt auch. Ja. Halt nicht bin da so ein bisschen. Was ist das denn hier für eine Kurve? Lena? Ja, sie ihre Person auf diesen Server gegeben und... Ja, sobald ich meine Runde Federfield beendet habe, werde ich diesem Wunsch ernst nachkommen. Das nehme ich natürlich lieber, ne? Wenn hier schon 300er Fan steht, dann nehme ich den lieber. Einfach mal wegen Leistung. Aber mehr Leistung. Geh mal den Wanderweg hier durchs Moor lang. Heißt für dich, dass er viel Leistung hat, ne? Weil Vario und so, aber das kostet. Ich merke ja schon, das war nicht gut, was ich gesagt habe. Aber, ja. Bonzo, dich habe ich auch schon
Ah doch, du bist eigentlich immer da, aber in letzter Zeit habe ich MP dich aus den Augen verloren, der gute Bonzo. Ich will das auch mal, ja, mal so ein bisschen machen, wie 2 Stunden durchfahren oder sowas bei Project Cars. Mhm. Wenn wir da ein paar Leute zusammenkriegen. Ja, vielleicht hat André Bock. Das wäre auch ganz cool. Ja, Andres PC packt das wahrscheinlich nicht so richtig. Ja, meinst du? Doch, das packt er. Aber nicht mit Stream nebenbei wahrscheinlich. Ja, Stream auf gar keinen Fall. Er hat ja nicht mal. Er muss ja nicht mal die höchsten Einstellungen. Hat mich eigentlich aber gewundert, dass sein PC so gut Gold Rush packt, weil Gold Rush ist ja. Setzt ja 16 GB RAM voraus und mega gute Grafik und hast du nicht gesehen. Er meint auch, dass der Boden wohl ziemlich bei ihm Performance zieht. Boden, der ist echt performance fressend. Ich habe mir zum Beispiel. Aber zur Erklärung, bei mir ist der Spielstand kaputt gegangen. Mhm. Wäre kurz vor Stufe 3, ne? Mhm. Will das Spiel laden, schmiert ab beim Laden. Will wieder starten. Ein Selfgame mehr da. Ja, so wünscht man sich das doch, ne? Ja. Was ich gemacht habe, hab ich jetzt wieder hochgespielt, weil ich erst versucht zurückzucheaten. Per Cheat Engine. Dann sagt mir, denkt sie so, ja, hier musst du Gold eingehen, dann kriegst du 100 Unzen. Das war ja, weil du ein bisschen gesagt hast, versuchst du trotzdem weiter. Dann kam ich später auf die Gedanken, ja, gib mal Money ein, vielleicht kriegst du dein Geld. Ja, kriegst du. Ja, aber das haben sie jetzt rausgenommen. Wenn man das mehrmals macht. Geht das auch mehrmals oder kriegt man das Geld wieder weggenommen oder einfach immer drauf? Das ging mal, aber es geht nicht mehr. In dem Fall habe ich dann diesen Money-Befehl nicht Spiel eingegeben, sondern weil die Admins ja von guten Larry sind, habe ich das in der Cheat Engine eingegeben. Weil ich habe immer gesagt, Engel. Weil ich das einfach gekonnt ignoriert. Du bist es da. Die hatten auch bis zum letzten Update hatten die auch noch eine Konsole da drin. Da musste man die ganze Zeit links. Habt ihr Feld 2 schon runter? E? Ja, bin gerade Feld 4. Jetzt muss man einfach nur leer ins Nichts die Worte tippen, weil damit hat mich gestern einer verarscht, kann man fast sagen. Ich sollte mal Gold tippen und dachte Schitter. So, oh, was passiert? Vielleicht kriege ich einen goldenen Heiligenschein? Nein, ich kriege 100 Unzen aus Konto. Weiß natürlich jeder. Ja, auf jeden Fall habe ich dann... was machst du da? Sachen. Ja, Raps, ne? Haben wir noch irgendwo Stroh liegen? Ah, Feld 2 habtet ihr ja, noch Feld nicht zwei. Runtergemäht, ne? Doch, Feld 2 ist fertig, aus. Gib mal drauf. Zündung, Junge! Gib mal Gas! Eieiei, hier wird's aber echt teilweise eng auf dieser Map. Ja. Das ist auch so ein bisschen das Coole, finde ich. Dass man da überlegt, oh, wie komme ich hier am besten rum? Ja, und teilweise muss halt einfach komplett andere Wege fahren. Kann auch schon mal sagen, was hier nicht geht. Zum Beispiel LKWs hier an dieser Laterne abbiegen. LKWs mit Sattelaufbau gehen auf dieser. Die im Chat eigentlich immer noch alle für Flügen? Das waren ein paar, die auf jeden Fall ganz witzig fanden. Ja, meinst du, dass man 20 Stunden lang macht? Mal gucken, wer es dann noch witzig findet. Dann 16 auf einem Feld. Doppellege Party. Alle gleichzeitig auf einem Feld. Ja, aber so wie auf der Micmap damals. Dass während des Ansehens beladen wird. Man grubbert auch mit GPS, ne? Das gehört ja bei uns zum guten Standard, ne? Ja. Während der Fahrt alles. Ja, wenn man steht, verliert man Zeit. Ja. Dann sie alle Runde ernten, hä? Ja, Goldwasch kommt direkt hier nach dem Stream gleich noch eine halbstündige Folge, wer das gucken möchte. Und es kommt heute Abend auch noch eine lange Folge vom letzten Oldschool-Stream. Auch eine halbstündige Folge. Dementsprechend habt ihr auf jeden Fall noch einiges zu schauen, aber für Stream ist heute Ende. Ich habe gleich noch ein bisschen was zu tun und dann wollte ich mir ab 21 Uhr mal Formel 1 gönnen. Glaube ich, diese Saison ist das dann das erste Rennen, was ich geguckt habe. Und es ist jetzt, glaube ich, das drittletzte oder so, schätze ich mal, ne? Ja. Ja. Interlagos ist ja immer letzte und dann wahrscheinlich noch Abu Dhabi oder. Was fahren die davor noch? Abu Dhabi ist das letzte. Heute ist USA. Und dann Interlagos dazwischen, oder was? Ich glaube Mexiko oder so. Mexiko?
Ist Brasilien dieses Jahr gar nicht dabei? Also nächste Woche werde ich mir auch angucken in Mexiko, aber auch nur im Vorbericht oder so, weil da tritt ein DJ auf, den ich ganz gerne mal gucke. Ja, also kommen nur noch Mexiko. Hast du kein Lenkrad? Da, doch, ich habe das LS-Lenkrad und das G27, aber ich spiele gerade mit Gamepad, finde ich. Zum Streamen eigentlich mit am angenehmsten Gamepad oder Tastatur, weil man halt zwischendurch immer mal irgendwas in irgendwelchen Programmen nochmal eben umklickt und dann ist das Lenkrad immer so ein bisschen im Weg. Lenkrad mache ich eigentlich nur, wenn ich so in Ruhe ein paar Stunden spiele, ohne irgendwo dran zu müssen. Ja. Malaysia war ja schon. Bei welches Lenkrad? Das, war das letzte Malaysia-Rennen war ja. Ich habe das. Achso. Ah, King. Malaysia wird auch nicht mehr wiederkommen. Okay. Ja, das war doch auch mit den Slums drumherum, ne? Das war, da waren immer wenig Leute. Kann sich da ja auch keiner leisten. Also USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi ist noch. Ja, lohnt sich ja noch. Ein paar Rennen kann ich ja dann dieses Jahr noch sehen. Welches Lenkrad ich am besten finde? Wenn ihr wirklich Geld ausgeben wollt und was Solides haben wollt für die nächsten paar Jahre, dann holt euch ein G27 bzw. G29, G920, je nachdem, was ihr, wofür ihr das holt, für Xbox, für PC, für PlayStation. Ja. Und das LS-Lenkrad ist halt einfach von der Haltbarkeit her nicht so gut, von der Qualität her nicht so gut. Macht aber in LS auf jeden Fall noch Spaß und meins hält jetzt auch nach ziemlich genau 2 Jahren noch. Da ist doch dieses fette Teil dabei. Ich benutze auch nicht so oft, das stimmt, ja. Also es hat schon bestimmt 100 Stunden runter, aber viel mehr halt auch nicht. Man kann ja dieses Byte-Teil noch einzeln kaufen, da kann man das mit dem G27 kombinieren. Ja, aber ich finde es einzeln eigentlich zu teuer. Ja, weil das kostet dann immer noch 150 oder so, ne? 125 einzeln. 125, finde ich zu viel. Finde ich auch zu viel. Keine Ahnung, ich persönlich muss sagen, ich habe mir ein Logitech G27 und ein Joystick gekauft und tut genauso. Ja. Ich werde noch überlegen, ob ich mir den Shifter hole. Ah, der ist schon cool, du hast ja nur das G29, ne? Bei dem ist es ja nicht dabei. Ja, ich habe das G920. Weil, eigentlich schon, aber es muss ein richtig geiler Shifter sein, weil ich finde den von Logitech eigentlich nicht so cool. Naja, der ist ein bisschen billig, also der ist nicht, der funktioniert immer noch gut, aber der ist halt, wenn du den von Thrustmaster zum Beispiel kennst, das ist jetzt ein richtiger Knüppel, richtig solides Ding, aber da kostet dann wieder der Shifter 150 Euro, wo du dir eigentlich auch nur an den Kopf packen kannst. Ja, beim 29 ist da auch einzeln. So. Oder so, wenn man richtig übertreiben will, Shifter von Fanatec. Ja. Aber da ist er eh. Am besten dann noch mit Handbremse, ne? Genau, Handbremse, driften und dann... Bonzo, wenn du schreibst Hashtag Lego Technik, schlag mir mal was vor, was könnte man denn von Lego Technik zusammenbauen? Du hast noch bei deinem Porsche den Spendenziel, bei der auf der Hälfte noch. Ja. Das ist genau auf der Hälfte gewesen. Ja, ich hab so einen Bagger, der ist halb auseinandergenommen. Den kann ich dir zur Agritechniker mitbringen, dann kannst du den zusammenbauen. Aber der muss irgendwie wieder herkommen. Zusammengebaut, ne? Ja, natürlich. Kommt da gefahren damit. Weiter zu Hause. Und ich verschulde dem David auch noch einen Revell-Stream. Ja, wollten die einfach mal Revell spielen. Nils hat das so angefacht. Was? Nils hat das so angefacht. Damals auf der Lost Hügelland. Ja, mit dem Revell, ja, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Nils muss auch nochmal das Haarle von Ziegler bauen. Das muss ich noch machen. Ja, den Porsche. Für wie viel Euro kann man den denn aktuell so im Internet erwerben? Lexi, kannst du da mal schauen? 300 oder 300. Ist ja so teuer geworden. Ich weiß es nicht, wie teuer war der. 300 Euro kaufe ich also den. Also du hattest dein Spenden-Goal bei 250 und die Hälfte hattest du schon. Ja. Bekommst den bei MyToy ab 120. Weil zwischendurch war der mal irgendwo im Angebot für 99, das habe ich mal gesehen. Voll zu machen, da ist noch ein bisschen Platz. Ist doch Feld 2 schon gedüngt? Hallo? Auf der Lego-Seite kostet der 300, ui. So teuer. 224. Ja, ihr könnt jederzeit mitspielen, der Server läuft 24/7, aber ich bin jetzt gleich raus, ich fahre jetzt nur noch meinen Schlepper zum Hof.
Und dann ist der Stream beendet für heute. Gibt es morgen wieder Livestream? Wahrscheinlich nicht. Morgen kommen nur Videos, aber einige. Ja. Fülle und Fülle, Everie schon. Am Dienstag wird wieder mehr videotechnisch kommen. Morgen Abend nehme ich unsere Hills auf, denke ich mal. Da habe ich dann nicht so viel Zeit zum Streamen. Kannst du mir einen Stupser geben? Ein Wechsellader 2018? Eine andere Seite. Schauen wir mal. Also jetzt wird's weird. Ne, weil ich hänge auf so ein Zaun fest. Feld 18, oder? Na, wie kommen wir denn da am besten? Feld 12. Ich fahr mal kurz auf meiner Seite rum. Warte mal. Ganz kurz den Klasserion haben wir ja schon zusammengebaut im Spiel. Und den Arox auch schon. Bau doch mal den Mercedes um zu dem anderen. Ne, den SB-Modell finde ich nicht so cool. User joined your channel. Was macht der denn hier? War der nicht ab? Der Tristan ist da. Gott. Ist er gerade hochgegangen und hast Hallo gesagt? Oder? Ja. Du hättest ihn noch ermuten können, ne? Boah, jetzt egal. Nö. Ich soll mal auf Insta schauen, kann ich gleich mal tun nach dem Stream. Du bist bestimmt voll gespammt, ohne, während ich. Critical Problem Solved. Wurde gerade auch schon mal angeschrieben von irgendeinem. Ich werde sonst immer nur von Lexi voll gespammt, oder ich spam Lexi zu. So, ich würde sagen. Ja. Es war ein schöner Abend und euch noch viel Spaß auf dem Server, den Zuschauern noch einen schönen ruhigen Sonntagabend und einen guten Start in die Woche und bis dahin, tschüss.